So, dann wollen wir doch direkt mal hier weitermachen. Und zwar waren wir hier dabei, unten in diesen Turm da reinzugehen oder in die Burg oder was auch immer das da sein soll. Abgebildet ist ein Turm, aber das sieht nach zwei Türmen aus. Und ich muss mal gerade mein Headset. Ich versuche das noch immer so ein bisschen so einzustellen, dass ich das Ganze dann lassen kann, damit nicht dieses ganze, die ganze Zeit dieses Pustgeräusch da durchkommt. Und da hatten wir gerade den Drachen ja in der letzten Folge noch gekillt und ja, jetzt klettern wir mit unserem Pferd einfach mal hier runter. Gucken, ob wir mit unserem Pferd klettern können. Ah, das klang schon mal nicht so nett, aber egal. Soweit ich weiß, ist unser Pferd ja unbesiegbar und dann geht das ja. Zack. So. Steigen wir mal ab. Und dann schleichen wir uns mal wieder hier durch. Wie heißt denn diese gute Festung hier? Da oben ist wer, da hinten ist auch wer. Hasse es, wenn die das direkt mitbekommen. Da oben schießt doch wer. Na komm. Au, was soll denn das jetzt? Mann, kriegt der nicht. Der wackelt da die ganze Zeit so doof hin und her. Ha! Das war ein Treffer. Ach, da oben schießt auch noch wer. Man muss sich... Oh, der ist schon mal tot. Ist noch der da oben. Ha! Der war schon mal drin. Und jetzt hier direkt nochmal einen hinterher. Und nochmal einen zum Verabschieden. Ah, und dann weicht er natürlich aus, der blöde Sack, und heilt sich. So, vielleicht können wir so ein bisschen besser zielen. Der sieht gut aus. Was? Drüber? Was ist denn das für eine ballistische Kurve hier? Hä? Erklärt mir das mal. Ich sehe den da oben stehen. So, jetzt schieße ich mal dahin. Der wäre perfekt gewesen, wenn er jetzt nicht abgehauen wäre. Na gut, rennen wir einfach mal weiter. Bruchturmschanze ist das hier. Zack, erwischt. Was ist das denn? Abgeschworenen Axt. Ich mag diese Abgeschworenen nicht. Ich weiß nicht warum. Ich will aber auch mal eben hier ein bisschen umändern. Ich möchte das Ebenerzschwert auf 1 und den Streitkolben auf 2. Jetzt möchte ich mal was ausprobieren. Warum klappt das nicht? Das ist doch Kacke, ist das. Ja gut, dann ändere ich das wieder um. Das war 2, das war 1. Nee, das... Mann, das finde ich echt doof, dass der dann nicht automatisch links-rechts wechselt. Das ist doch zum Scheißen, ist das. Naja, egal. So, rein in die Bruchturmschanze. Jetzt weiß ich wieder, warum wir hier hin wollten. Wir wollten hier hin, weil wir hier auch eine Aufgabe zu erledigen hatten. Ich habe irgendwie gar keinen Sound auf den Ohren. So, jetzt aber. Oh, da hinten steht schon wer. Uns doch eh wieder direkt. Die olle Nutte. Noch hat sie uns nicht gesehen. Ja, jetzt hat sie uns gesehen. War ja klar. Was? Wieso läuft denn die auf einmal so an uns vorbei? Was haben wir denn jetzt getan? Okay, wir bewegen uns nicht und geben ihr einen mit. Ach komm, warum habe ich dich denn nicht getroffen? Was bist denn du für eine? So. Kriegst erstmal eine Handkantenverarbeitung, du blödes Sau, du. Hier liegt nur Schrott rum. Das ist doch schon wieder wer. Den hab ich auch direkt entdeckt wieder hier. Ich sehe wieder nix. Nein.
Hier. Und hopp. Verdammt, wo seid ihr hin? Ich hab Schutzschild. Ich wusste doch, dass ich euch finde. Ja, probier mal den Korb kaputt zu machen. Ja. So sieht's nämlich aus. Ha! Das ist ja das Mega-Schutzschild. Wie geil ist das denn? Hier, schieß. Komm, ich bewege mich kein Stück. Oh, verdammt. Boah, du blöde Sau. Oh. Naja, war auf jeden Fall lustig, dass wir einen Pfeil damit abfangen konnten. Wenn es das dann auch leider schon gewesen war. Naja. Kann halt nicht alles mal glatt laufen. Oh, hier können wir eine Tür aufschließen. Bin ich gerade mit der Maus weggerutscht. Deswegen diese komisch ruckartigen Bewegungen. Was ist denn jetzt hier los? Jetzt krieg ich noch nicht mal eine Adaptentür hier auf. Doch. Ich wollte doch sagen. Ah, hier ist schon mal nix. Doch, eine Truhe. Naja. Ist jetzt nicht so geil gewesen, aber... Der Agonia freut sich. Muss man ja in dem Fall sagen. Naja, gut. Gehen wir nochmal da unten hin. Hier waren wir... Ah ne, das war nur dieser düstere Raum. Gut, dann gehen wir... Ach, da geht's auch noch lang. Ne, da geht's wieder raus. Okay, dann gehen wir hoch. Auf nach oben! Was ist denn hier? Hier ist nix. Auch nix. Ja, was ist das? Weinflaschen. Gehen die kaputt? Nein. Also die Schadensmodellierung ist nicht ganz so gelungen in dem Spiel. Da hinten ist... Da kommen wir dann hinterher wieder raus, damit wir hier auch wieder den Ausgang direkt vor uns haben. Das haben sie gut hingekriegt. Das gefällt mir auch. Also ich mag es, wenn man immer weitergehen kann in Spielen. Und dann am Ende halt doch wieder richtig rauskommt. Entweder macht man dann hinten halt einen anständigen Ausgang oder eben führt wieder zum Anfang. Das kriegen ja nicht alle Spiele so gut hin. Da muss man dann den kompletten Weg wieder zurücklaufen. Das geht einem schon so ein bisschen... Autsch! Auf die Eier! Ich bin einfach zu geldgeil. Immer erst aufs Geld gucken und dann da was so auf dem Boden rumliegen könnte. Da hinten ist wieder wer. Nein, hier ist niemand. Wir sind ein Eimer. Warum hat die jetzt keinen Schaden bekommen? Das verstehe ich nicht. Oder hat die Schaden bekommen? Hm, naja. Gehen wir mal geradeaus. Da war eine Truhe. Die ist abgeschlossen. Klack, jetzt nicht mehr. Silberbarren, Diadem, Geld. Achso, ich wollte nachgucken, Fertigkeiten. Mir wurde gesagt, ich könnte irgendwo hier Schießkunst könnte ich irgendwo lernen. Dann will ich doch mal gerade gucken, nicht, dass ich Quatsch erzählt habe. Ich war der Meinung, da, Schießkunst 100. Wollte ich doch mal sagen hier. Haben wir, gut. Was war das nochmal? Ah ja. Gut, hier haben wir noch ein bisschen Geld. Silberring. Gifttrank, brauchen wir jetzt nicht. Leere Schatulle. Der Spiegel bringt uns nichts. Ja, dann gehen wir einfach mal weiter. Hier. Nein! Verdammt! Ich lese zu spät, da stand Himmelsrand drauf. Da geht's weiter hoch. Dann wieder rein. Ah! Erst lesen, dann klicken. Holzteller. Was haben wir denn hier? Holztür.
Wie ich gesagt habe, hier kämen wir jetzt wieder runter und dann wären wir wieder am Anfang. Aber hier geht es wohl auch noch irgendwo lang. Da ist noch eine Tür gewesen. Wo geht's hier lang? Jetzt einfach mal. Keine Lust, immer hier durchzuschleichen. Das war einfach viel zu lahmarschig. Was? Wie? Wo? Wer? Ja, hier. Zack. Kacksteine könnt ihr euch irgendwo anders hinstecken. Ja, hier drüben. Hier kriegst du erstmal ein paar Schläge in dein Gesicht. Sah eh nicht so schön aus. So. Wow. Boah, das Ding macht immer mega Schaden. Streitkolben und Schwert. Tadam! Kazam! Und jetzt hier. Zap, zap und zap. Zap, zap. Flatsch, flatsch, flatsch. Und da fliegt das Blut durch die Gegend. So muss es sein. So stelle ich mir ein Spiel vor. Hauptsache blutig. So. Tomatensuppe. Die nehmen wir mal mit. Ich esse gerne Tomatensuppe. Güte. Oh, Magikertrank, den nehmen wir auch. Ja, ansonsten... Ich glaube, wir essen uns jetzt mal eine Tomatensuppe. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich in diesem Spiel irgendwas essen werde. So. Warum auch immer die das eingebaut haben, dieses Essensmodell. Ne, Moment, wir müssen erstmal wieder runter. Da war noch eine Tür. Verstehe ich bis jetzt noch nicht, warum es hier ein Essensmodell gibt. Einfach nur, um zu zeigen, dass das Spiel etwas Realistisches noch mit sich bringt, oder... Ich habe das noch nicht so ganz durchschaut. Hier war doch irgendwo noch eine Tür. Da. Ach so, Himmelsrand. Ja gut, hätte ich mir sparen können. Dann halt wieder rauf. Nee, das ist irgendwie noch nicht so ganz klar. Also ich weiß, man kann ja hier auch kochen. Ich glaube, es gibt sogar hier die Fertigkeit kochen, ne? Oder vertue ich mich jetzt gerade? Redekunst, Alchemie, Beschwörung, Zerstörung, Glocken. Okay, nee, gibt's nicht. Aber man konnte irgendwo kochen, also Kochstellen, das weiß ich. Verstehe ich aber nicht. Also warum soll ich mir was kochen, wenn ich doch die ganze Zeit Heiltränke schlucken kann, wie so ein Wahnsinniger. Und sie auch mit Alchemie herstellen kann. Das kommt ja noch dazu. Könnt ihr mir ja mal gerne erklären, wofür man hier Nahrung verwendet. Ach, du bist schon jemand, der... Moment. Und... Abgang! Hui! Seitdem ich das rausgefunden habe, spiele ich gerne damit rum. Es tut mir leid. So, auf in Bruchturmschanze. Hä? War man da nicht gerade schon? Verwirrt? Der sieht böse aus. Sind das zwei? Das ist nur der eine, ne? Na gut, geben wir ihm halt einen mal. Ups. Ja, geil. Echt geil gelaufen. Ja, ja, ja. Hier, kriegst du noch einen. Und hier, kriegst du noch einen. Und hier, kriegst du noch einen. Und hier kriegst du noch einen. Und hier, weil Weihnachten ist. Naja, noch nicht ganz, aber egal. Hier. Boah, jetzt reicht's. Als Maul! Au, bin ich da jetzt drüber gelaufen. Da ist der Streitkolben. Und... Bam, 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 bam. Zack. Und hier, Doppelgefletsche. So sieht's aus. Nur einen coolen hier. Und das sind wir. Schrein von Dibella. Nein, den klicke ich jetzt nicht an, weil wir haben ja dieses Mehr-Tragen-Dingens. Ich drück jetzt nie wieder einen Schrein an. Oh, hier können wir was aufschließen. Einfach nur, weil es Spaß macht. Oder auch nicht, aber egal. Muss die andere Seite sein. Zack, da ist es auf.
hat uns nichts gebracht, egal. Es hat uns Erfahrung gebracht. Trommel. Cool. Man müsste hier wirklich auch so musizieren können, dass man dann so sich in eine Bar setzen kann und irgendwie so ein bisschen Lieder trällern und sowas, dass man das so lernen kann. Das fände ich auch ganz witzig, so als kleines Gimmick. Halskette. Gegrillte Hühnerbrust, Rindseintopf, Kartoffeln, rohe Kartoffeln. Ich fresse jetzt eine rohe Kartoffel. Gib mir eine Kartoffel! Wo haben wir sie? So, da, Kartoffel, fressen, ja! So sieht's aus. Hier, Hjaltis Schwert. Ich glaube, deswegen sind wir hier, ne? Den nehmen wir auch mal mit. War das das jetzt? Bup-bup-bup-bup-bup. Rein von Die Bella. Naja. Jo, raus hier. Au, au, au. So. Ich saß gerade auf einer Ader von meinem Fuß und hat der so wehgetan. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Hier ist ja auch noch alles nicht erkundet. Ist hier noch irgendwo was? Da ist noch eine Hütte. Können wir hier so runterspringen? Naja, können wir schon, aber ob wir es überleben, ne? Naja gut, wir nehmen den schnellen Weg. Hui. Pferdchen! Wo bist du? Da unten. Schattenmähne. Schöner Name für ein Pferdchen. So, jetzt reiten wir mal da runter. Da ist sogar noch eine Höhle irgendwo. Ich habe nur das Gefühl, dass das alles da oben ist. Wir reiten runter und es ist da oben. Kommt man hier hoch? Ja, hier kommt man hoch. Cool. Da ist ein Fuchs. Noch höher, aber ich glaube, wir bleiben mal hier so auf der Höhe. Müsste jetzt schon direkt links von uns sein. Sehen wir das denn noch nicht? Ist jetzt hier unmittelbar... Ach, da ist es doch. Klippenflucht. Ja, hier können wir ein bisschen was stehlen. Vorsichtig mit dem Feuer. Ups. Ich wollte ihn gar nicht stellen. Upsa. So, passt doch auf. Ich wollte... Hier, den schmeißen wir noch hinterher. So. Ich wollte eigentlich nur mich daneben stellen, aber... Bis hierher und nicht weiter. Hierher und nicht weiter? Will mir wer sagen? Lektion im Bogenschießen. Ich glaube, die braucht man nicht mehr. Na gut. Dann halt nicht. Reiten wir eben weiter. Was haben wir denn da oben? Da oben ist noch ein Lager. Da unten ist eine Höhle. Was machen wir denn als erstes? Ich glaube, wir machen als erstes das Lager da oben. So. Ah, da müssen wir jetzt hier irgendwie hochkommen, ne? Unser Pferd hat leider eine Verzögerung beim Springen. Aber naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Da ist das Lager. Ist wieder so ein abgeschworenen Dingen, glaube ich. Hallo. Sag ich doch. So, der erste ist schon mal Geschichte. Wie redest du mit meinem Pferd? Was soll das denn? Sterbschwächling. Hier können wir eine Truhe aufschließen. Klack. Boah, 5 Gold. Oh mein Gott, es geht wieder los. Steffi lacht. Sie ist auch wieder im Raum. Irgendwie ist sie immer im Raum, wenn ich aufnehme. Aber das ist halt bei uns so. Lach nicht! Ja, das war ein geiles Lager, ne? Eine Truhe mit 5 Gold haben wir jetzt hier geplündert. Krass, und dafür mussten 2 Leute sterben. Überlegt euch das mal. 2 Leute mussten sterben, damit wir eine Truhe öffnen können, wo 5 Euro drin sind. Jetzt überlegt mal in der Realität, ja? Man geht so durch die Welt, reist so ein bisschen durch die Städtchen, guckt sich so ein paar Höhlen an, meinetwegen auch Gletscherspalten, und dann findet man so ein Lager mit so 2 Leutchen. Und man sieht da eine Kiste. Man will